Einen wunderschönen guten Abend, meine Poke-Freunde, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Heute mal wieder mit einer wunderbaren Box vom Zenit der Könige. Und zwar haben wir hier noch einmal die wunderbare Mary und Morpeko Spielunterlagen-Kollektion V-Union. Kann zu dieser Box weiter nur sagen, das ikonische Duo Mary und Morpeko sind wunderbar in dieser Box in Szene gesetzt. Wir haben einmal eine Jumbo-Karte, auf der wir das gesamte V-Union-Artwork bewundern können. Ich finde diese Jumbo-Karten ziemlich nice, weil man da halt das gesamte Artwork sieht und nicht die vier kleinen Einzelkarten. Mit Mary hier oben im rechten Bereich und unten links Morpeko. Sehr cooles Artwork. Hat auch eine sehr schöne Farbgebung, wie ich finde. Deswegen eine sehr, sehr schöne V-Union-Karte für die Sammlung. Vielleicht mal was für einen Bilderrahmen oder so. Dann haben wir in der Box natürlich auch Promokarten. Darinnen sind einmal die V-Union-Karten. Hier ist zum Beispiel Morpeko unten links. Dann haben wir oben rechts, oben links Morpeko und oben rechts die Mary. Zusammengesetzt ist es diese V-Union-Karte, die man halt im TCG spielen kann, indem man sie aus dem Ablagestapel holt. Dafür braucht man sowas wie Professor Burnett. Durchsuche ein Deck nach bis zu zwei Karten und lege sie auf den Ablagestapel, mische anschließend dein Deck. So kann man quasi die Karten gezielt in den Ablagestapel spielen, und wenn man sie dann rausholen will, sind sie drin. Genau. Alle vier müssen halt im Stapel liegen. Das ist das Problem. Ansonsten wäre noch diese wunderbare Matte, die wir hier haben, in dieser Box. Die habe ich jetzt noch zugelassen. Die werde ich wahrscheinlich tauschen, verkaufen und so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich brauche keine zwei davon. Auch wenn sie wunderschön ist. Ich habe sie wahrscheinlich noch einmal komplett eingeblendet, damit ihr sie seht. Sehr, sehr schöne Matte. Natürlich Mary als Fan-Favorite aus dem Schwert- und Schild-Zyklus. Und auch Morpeko ist ein süßes Pokémon. Deswegen kann man da nicht viel falsch machen. Und wir haben noch 5 Booster-Packs, die natürlich jetzt den Hauptfokus einnehmen. Zenit der Könige weiter natürlich ein richtig, richtig, richtig geiles Set. Also es macht echt Spaß, das zu öffnen. Muss sagen, ich bin da noch um einiges gehypter als bei Karmesin Purpur. Ist halt bei Sondersets meistens so, ne? Sind wir ehrlich. Sondersets sind einfach nice. Und wir gehen schon mal rein mit einer Faustenergie. Da muss ich gar kein Geld abgeben, weil Faustenergie kennt man sofort. Dann haben wir den Hyperball, Girafarig, Britzigel, eine ganze Horde starrer Lilis am Himmel, Sichlor, Emolga. Wir haben einen Mangunior. Dann Kikugi und einen Pokéball in Weverse. Das bedeutet, wir haben hier keine Galeriekarte drin, die man eigentlich haben will. Und als Rare ein Tangolos. Ja. Das war dann auf jeden Fall eine Niete. Mal gucken, was der zweite Booster bereithält. Wenn ihr aktuell Bock auf Streams habt, zum Beispiel nächste Woche gibt es am Montag Deponia auf Twitch. Am Dienstag gibt es einen weiteren Teil von Crusader Kings auf Twitch. Und am Mittwoch werden wir wahrscheinlich Way Out auf Twitch spielen. Also auf Twitch geht viel ab mit Streams. Auf YouTube wird es nächste Woche weitergehen mit ein bisschen Pokémon-Action. Gerne auch mal auf Twitch vorbeischauen. Unten unter dem Video natürlich verlinkt. Pam Pam, Schnäppke. Dann haben wir Gladiantri, Metang Reverse. Also auch hier keine der begehrten Galeriekarten. Und ein Mew V als Rare. Nice, das fehlt mir auf jeden Fall noch. Schöner Hit, schöne Karte, nehme ich gerne mit. Sehr cool. Mew ist natürlich ein Pokémon, um das sich viele Legenden gerankt haben. Damals, wie man es kriegt mit der LKW-Theorie im Pokémon Rot, Blau und Grün. Ja, gab es wilde Sachen. Ich würde sagen, ich gebe euch mal einen Code raus. Hier, viel Spaß damit. Wenn es gut sieht, wie immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich packe mal 4 Karten nach vorne und guess, wir haben eine Wasserenergie und es ist eine Kampfenergie. Wow. Rettungsbox, Cesurio, Georock, dann haben wir ein Owei, Wuffels, Felilu, Libiscus, Plaudergei, Energiezugewinn, oh Gott, 3 Booster ineinander, keine Galeriekarten, das ist schlecht. Und ein Ramot, das habe ich auch noch nicht. Kannst du mal wieder sagen, auch die Rare und Holo-Karten aus dem Set sind gar nicht so leicht zu ziehen. Normalerweise schafft man es ja relativ schnell alleine in Sets, aber hier sind so viele Rare und Holo-Karten drin und dann halt V und V-Max und V-Star-Karten, dass das gar nicht so einfach ist, da alles zu ziehen selbst. Jetzt Wasserenergie. Jetzt haben wir eine Elektroenergie. Super. Ist sehr toll. Hoffentlich jetzt mal die Galeriekarte. Das wäre ja echt traurig, ohne Galeriekarte hier rauszugehen. Aber es sind halt auch nur 5 Booster. Ich habe auch noch eine Top-Trainer-Box für demnächst vorbereitet. Mal gucken. Shinox. Strahlendes Akup. Eine strahlende Karte. Ist auch ein kleiner Hit. Habe ich jetzt auch schon 4-mal gezogen, glaube ich. Trotzdem, ich mag das Artwork sehr gerne mit dem Shiny Akup und dem normalen, langweiligen grünen Akup. Kein Hate an dieser Stelle an euch, aber er ist halt der coole Boy. Und ein Wailord. Wir sind schon im letzten Booster. Die Ausbeute ist bis jetzt eher traurig. Traurig, schmaurig. Mal gucken, ob der letzte Booster noch ein bisschen was gönnen will. Drückt mir bitte die Daumen, weil ja, es ist immer schön, was Gutes zu ziehen. Ne? Ich gebe euch mal einen Code raus hier. Viel Spaß mit dem nächsten Booster. Und 4 Karten nach vorne. Und ich sag mal, es ist eine Feuerenergie. Komm, jetzt gib mir den Guess. Feuerenergie. Okay, Pflanze. Dann haben wir den Pokémon-Fänger. Amphira mag ich sehr gerne als Pokémon. Die bekannterweise entwickeln sich ja nur männliche Molungs zu Amphira weiter, weibliche Molungs natürlich, zu Amphira weiter. Das heißt, die männlichen sind da ein bisschen im Nachteil. Gladiantri, finde ich aber eine coole Mechanik, dass es so von Geschlecht abhängig sein kann.
Nicht cool. Trank. Galapantimos. Sonnfell. Da ist die Galeriekarte. Leider eine, die ich schon doppelt habe, aber ein wunderschönes Artwork. Ich mag sehr gerne die Sonnfell da mit Illumise und Plusle. Nein, Illumise und Volbeat quasi rumchillt. Und noch ein Dilian in Holo. Auch eine Holo-Karte, die mir noch fehlt. Nice. Hier sind ja die unterschiedlichen Trainerkarten im Set. Sehr cool. Somit, der letzte Booster hat nochmal das Opening ein bisschen gerettet. Wir haben Sonnfell aus der Galar-Galerie gezogen. Dilian als Holo. Strahlendes Akub als strahlende Karte. Und ein Mew V. 4 Karten und ihr dürft jetzt euren Hit des Tages daraus bestimmen. Ich bin da auf jeden Fall bei Team Sonnfell. Ich mag das Artwork richtig gerne. Ich weiß nicht warum. Das Pokémon hat es mir eigentlich nicht so angetan, auch die armen Pokémon nicht, aber ich mag das Artwork einfach total gerne von der Stimmung her. Bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schreibt gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen netten Kommentar schreiben, freue ich mich auch mal drüber. Und da würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht nächste Woche auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Schaut mal gerne rein, gibt auch immer Spaß. Würde mich freuen. In dem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel. Ciao, ciao.